Hey Leute, willkommen zum schon 57. Part von Elite Smash. Es geht endlich weiter. Ich habe so ein paar Fun-Chars mal wieder für mich entdeckt. Oder mehr oder weniger einfach halt Chars, die ich so relativ okay spielen kann. Und ja, der erste Char, der jetzt hier wieder in dieser kleinen Session von Elite Smash drankommt, wird Shulk sein. Und zwar hatte ich anfangs extrem Probleme, auf Shulk klarzukommen. Ich habe den nämlich einmal halt so random gepickt, um zu schauen, ob das denn funktioniert, ne? Ob ich da vielleicht einen Part bringen kann. Und dann habe ich ja ganz schnell feststellen müssen, dass ich den so null spielen kann. Bin dann auch instant aus Elite Smash rausgeflogen und habe ihn dann wieder im Endeffekt in Elite Smash reingegrindet. Und während ich das gemacht habe, habe ich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ja, mich hat so ein bisschen mehr mit dem Char befasst und ihn generell besser kennengelernt. Nach wie vor muss ich aber auch sagen, dass Shulk einfach mega komisch ist für mich, also immer noch. Aber ja, ich komme mittlerweile so ein bisschen besser klar, wie man jetzt halt die Nair spacen muss und wie man halt generell so hier die Aerials so nutzen muss, weil das ist halt gar nicht mehr so easy wie in Smash 4. Das hat alles so ein bisschen anderes Timing bekommen. Vor allem auch, wenn man jetzt die Arts nutzt, dann fühlt sich Shulk auch immer mit jedem Art so ein bisschen anders an. Und Alter, ich bin jedes Mal von dieser Rage, dieser Side-B echt komplett überrascht so. Hätte gerade echt nicht gedacht, dass er mich dann noch erwischt. Aber eben, wie gesagt, mittlerweile bin ich auf jeden Fall besser eingespielt mit Shulk. Komme besser auf eben seine neue Neutral Air und sowas klar, aber es kann trotzdem noch passieren, dass ich hier und da halt, ja, quasi wie den Smash 4 Shulk eben mal kurz rauslasse und dann halt komplett verkacke, einfach weil, ja, das eben alles nicht mehr so funktioniert, wie es halt in Smash 4 halt so ist. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass Shulk definitiv besser ist als in Smash 4. Einfach auch wegen diesem neuen Monado Art, wegen der neuen Monado Art Wahl, wie man hier sehen kann. Die kann man nämlich zum Beispiel während Multi-Moves, das habt ihr sicherlich schon mal mitbekommen, kann man die einfach so einsetzen lassen. Und eben dann halt auf zum Beispiel Shield switchen, während man gehittet wird. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gerade auch während dem Barry hätte machen können. Aber so im Prinzip kann man damit schon einigermaßen cheaten und eben zum Beispiel aus Multi-Moves rausfliegen und halt richtig, richtig lange überleben. Und bei Shulk ist es auch generell so, dass man jetzt halt echt sehr oft hin und her switcht zwischen den Monados, weil die halten ja nicht mehr so lange, wie man hier sehen kann, ne? Das geht alles immer ruckzuck wieder vorbei. Aber dafür hat er jetzt halt generell stärkere Monado-Effekte und deswegen ist eben auch generell sowas wie ein Cheat-Monado schon ziemlich brutal, weil man damit halt extrem lange überleben kann. Und ich weiß nicht, warum ich dauernd auf Smash gehe, das will ich eigentlich gar nicht. Und ja, dafür kriege ich hier natürlich direkt in die Fresse. Ich will eigentlich auf Jump-Monado gehen. Ich denke eben immer Jump-Monado ist oben, weil das, wenn man normal B drückt, halt an erster Stelle quasi ist. Und da falle ich jetzt gerade die ganze Zeit drauf rein, dabei ist es einfach hier an der Seite. Muss man halt auch erstmal so das ein bisschen lernen. Und okay, ich dachte gerade, vielleicht kriege ich eine nice Combo hin, ne, gegen Donkey Kong. Ist das ja alles auch so ein bisschen einfacher, aber leider nicht. Ich brauche erstmal noch ein bisschen Damage auf jeden Fall. Ah, schade, ich wollte das nur direkt abwarten. Schön, dass er da probiert, mich direkt so zu spiken. Einfach weil er bisher gesehen hat, dass ich die Abi gerne richtig weit oben nutze. Ja, Speed ist halt das Beste, was ich gerade noch habe, so. Eben, das Ding ist halt auch an Shulk so, ich habe jetzt zwar sehr viel Prozent, aber das muss nichts heißen. Shulk ist ein sehr, sehr starker Comeback-Charakter, wirklich. Der hat da echt viel Potenzial, das immer wieder zurückzuholen. Einfach eben, weil er Shield hat und weil er halt natürlich auch Smash-Monado hat, mit dem man dann die Kills mal rausholen kann, wenn man es unbedingt braucht und wenn man es halt richtig anstellt. Aber ich muss auch sagen, dass Shulk ein sehr schwerer Char an sich ist. Man muss halt Shulk sehr, sehr lange gespielt zu haben, um quasi zu wissen, in welcher Situation eben welches Monado so am besten ist und wann man welches Monado am besten halt wirklich nutzt. Und genau deswegen wird das hier wahrscheinlich auch kein wirklicher Skillful-Part, sondern ihr werdet da einfach so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen so eine Idee bekommen, wie man den ungefähr spielt. Aber jetzt so großartig krasse Schulksachen kann ich euch hier jetzt nicht wirklich zeigen, weil die habe ich einfach nicht drauf, muss ich wirklich zugeben. Ich bin gerade ein bisschen zu gescared, auf Smash Monado zu gehen. Deswegen will ich eigentlich gerade probieren mit Jump, aber ich habe keinen Jump mehr, ja, das war's. Da geht er sogar noch hinterher und trifft die Back Air. Ja, also, wie gesagt, der Part soll einfach so ein bisschen dafür sein, um euch so eine generelle Idee von Shulk zu geben, aber es wird halt wahrscheinlich nicht wirklich viel Skill hier, zum Vorschein kommen, weil, wie gesagt, mit Shulk muss man einfach, finde ich zumindest, mit dem muss man wirklich sehr, sehr lang gespielt haben, um halt zu wissen, wie man was am besten nutzen sollte und genau, wie man sich zu positionieren hat und alles. So, ich hoffe doch einfach mal, dass ich jetzt im zweiten Match ein bisschen besser spielen kann, weil das Problem ist natürlich, nachdem ich ihn jetzt in Elite Smash gegrindet habe, will ich da eigentlich nicht wieder instant verlieren, so. Also das wäre schon ein bisschen traurig, wenn ich jetzt sofort wieder rausfliegen würde. Ich muss hier jetzt wirklich fürs zweite Match, ja genau, einfach so ein bisschen cheesen, ne, kann man natürlich auch mal machen. Weiß nicht, was das gerade war, aber das gibt jetzt schon mal einen kompletten Stock-Vorteil. Muss natürlich nichts heißen, weil, wie gesagt, mein Schurk sackt. Aber trotzdem können wir einfach mal gucken, was so passiert. Und am Anfang erstmal eine gute Combo hier am Start, aber ich, wie gesagt, ich weiß einfach nicht, warum gehe ich da immer auf Smash, das macht gar keinen Sinn. Ich muss wirklich mir merken, dass ich zur Seite will.
Und, das hat gekillt, aber ich komme nicht mehr zurück. Hat sich aber definitiv gelohnt. Okay, das ist natürlich jetzt schon einiges besser hier, was ich jetzt zeige so. Vielleicht habe ich gerade auch einfach das Match zum Einspiel gebraucht, wer weiß. Aber das sieht doch schon mal um einiges besser aus. Oh ja, da gibt es sogar noch eine nice Combo. Vielleicht kriege ich noch hin, genau auf Jump zu switchen und dann ihn hier zu snacken. Und er ist tot. Er ist einfach tot. Oh mein Gott, das war komplette Destruction. Vielleicht muss ich einfach alles, was ich im ersten Fight gesagt habe, zurücknehmen. Weil es sieht einfach ganz danach aus, als wäre ich hier Best Show Clear, Junge. Wer ist Tufor? Wer ist Tufor? Ich hoffe doch mal, dass ich das jetzt so weitermachen kann. Weil das sah gerade irgendwie so ein bisschen so aus, als hätte ich meinen Controller einfach an einen Schurkspieler weitergegeben. Und als wäre ich das gerade gar nicht, der gespielt hat. Weil die Kombos waren ja mal richtig fresh, so auch wie ich ein paar Sachen so richtig gut bieten konnte. So sollte es doch am besten jetzt für den Part weitergehen. Und sieht doch auch ganz danach aus, ja. Sieht danach aus, als würde ich es jetzt mal nicht verkacken und nicht dauernd ins falsche Monado switchen. Aber, wie man hier sieht, leider, ne, wurde ich da halt zuerst gesnackt und habe richtig viel Damage bekommen. Das ist halt immer der Nachteil. Dann daran, wenn man halt auf Damage gehen möchte und dann selbst getroffen wird, kriegt man halt auch richtig viel Damage so, ne. Und jetzt sieht es doch schon wieder um einiges schlechter aus. Ich muss halt irgendwie Momentum aufbauen, so, ich weiß nicht. Das kriege ich nicht so gut hin und ich glaube ja, der Erdestein hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich weiß gar nicht, was ich da großartig jetzt hätte sonst noch machen können. Ich muss jetzt wieder auf einen guten Kombo-Start von mir hier hoffen und einen guten Read vielleicht. Eben eventuell wieder mit Jump hier am Start. Knappe Sache. Schafft man auch noch hoch, weil ja Jump auch noch so ziemlich broken ist, wenn es um Jump halt geht. Oh verdammt, ich dachte, ich könnte es noch ein Grab-Kombo, aber es passt schon, weil genau, ich kriege hier erstmal den guten Damage raus und jetzt switch ich mal auf Smash. Funktioniert aber nicht wirklich für mich aus gerade. Wobei. Okay, das war gut gemacht. Hat er mich ein bisschen ausgetrickst. Yo, er hat das einfach in Grab gekombot. Alles klar. Alles klar, mein Boy. Ist halt jetzt auch ein bisschen am Ausrasten, der Dicke gerade. Muss man sagen. Kommt gerade gar nicht mehr so richtig zum Zug. Okay, Forward Throw sollte. Nee, noch nicht. Ne? Das ist DK. Aber er hat auch sehr früh geairdodged, deswegen habe ich ihn da noch bekommen. Er ist schnell irgendwie. Nee, der weiß einfach, wann er mich da catchen kann. Kriegt aber hier nicht den Dank. Das ist gut. Und jetzt muss ich hier irgendwie es wieder zurückholen. Wie auch immer das jetzt funktionieren soll. Ich will mal auf Buster gehen und. Nee. Der schiedelt das alles halt gerade weg. Okay, das sieht doch schon mal viel besser aus hier. Ah, Abi kriege ich noch rein, ja. Und Backthrow, oh ja. Jetzt sind die Monados gerade ziemlich am Start. Habe ich gerade so die besten Monados für die Situation. Und da kommt der Update. Der, das Schwierigste ist wirklich gegen Schulk an der Kante, Alter. Weil da kann man einfach echt stehen und abwarten und einen Update connecten. Aber ich lasse mich wieder instant vom F-Smash treffen. Und ja, jetzt steht's 1-1. Und jetzt muss ich hier aber richtig loslegen, du. Okay, okay. Nicht verkacken. Nein, nein, nein. Nicht verkacken, bitte. Puh. Knappe Sache. Ich hätte gleich gedacht, ich komme da jetzt gleich nicht mehr hoch. Aber soweit noch alles okay. Wie die Forward ihn trotzdem noch trifft, einfach weil er so fett ist. Oh, ich dachte, ich krieg da noch was raus. Ich dachte, ich reade vielleicht mal einen Jump oder sowas, weil das tut er auch gerne. Aber mal schauen. Wir haben jetzt an der Kante. Nimm nochmal Buster. Nochmal. Nee. Das war sehr schlecht. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, schön recovered auf jeden Fall. Und ja, das ist der Damage. Jetzt schnell auf Shield switchen. Weil dann brauche ich jetzt erstmal keine Angst zu haben. Und eben erstmal kann ich einfach ein bisschen spacen. Ihn vielleicht offstage kriegen. Ich bin gerade extrem konzentriert, muss ich mal sagen. Damn, das war krank. Ja. Aber er ist nicht tot. Ich switch jetzt auf Smash. Muss es probieren wieder. Und Schulk Uptilt. Nein, Schulk Uptilt reicht nicht. Bin in der Luft. Ich switch ganz schnell wieder auf Shield zurück. Ich habe extrem Angst gerade. Nicer Grab. Und nochmal nicer Grab. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch großartig machen soll hier. Aber ich krieg einfach eine random Backe rein. Huh.
Also Best of 3 ist gewonnen. Aber es war trotzdem extrem knapp so. Keine Ahnung, das erste Match kann man komplett vergessen, aber im Prinzip war das doch gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne? Und ich würde sagen, weiter geht's, Mann. So wie ich es auch am Anfang noch erwähnt hatte, ist es für Elite Smash jetzt mittlerweile echt so, dass es halt ja immer seine Zeit so braucht, bis ich wieder Funchas gefunden habe. Oder, naja, eigentlich kann ich sie nicht wirklich als Funchas bezeichnen, weil eben die Charakter, die jetzt wirklich noch so übrig sind, sind einfach so Charakter, die ich halt für Elite Smash spiele, aber die mir jetzt außerhalb von Elite Smash nicht wirklich viel Spaß machen. Also sind jetzt nicht so Charakter, die ich auch in Friendlies quasi mal picken würde. Vielleicht Schuld gerade noch so, aber ich glaube, die restlichen, die noch übrig sind, spiele ich hauptsächlich, weil entweder ihr es euch wünscht, es gibt ja noch ein paar Charaktervorschläge, die ich noch nicht wahrgenommen habe, ne? Oder weil ich einfach merke, okay, das reicht auf jeden Fall für Elite Smash aus. Und deswegen ist es halt eben so, dass für generelle Parts halt wirklich auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, immer mal wieder gewartet werden muss. Weil es halt einfach ein bisschen dauert, bis ich irgendwelche Chars noch gefunden habe. Aber momentan auf jeden Fall habe ich mal wieder zumindest 3 oder 4 sogar. Und deswegen gibt es jetzt, glaube ich, in nächster Zeit mal wieder ein paar mehr Elite Smash Parts hier. Und ja, okay. Pokémon Trainer sind gerade halt da. Ich habe halt gar keinen Plan, wie ich dagegen kämpfen muss. Vor allem, weil es sind halt 3 verschiedene. Okay, aber so kann es gerne weitergehen. So auf Stage einfach. Ich nutze vielleicht noch zu viel Jump, wenn ich generell so grounded bin. Ich glaube, das sollte ich eigentlich gar nicht machen. Nimm mal eben Smash und vielleicht kriege ich ja einfach einen frühen Kill. Vor allem auf Shiki so. Shiki könnte jetzt schon sterben. Ja. Darauf habe ich einfach gehofft. So ein bisschen Luck ist auch manchmal dabei. Und ich glaube auch mein Lieblingsschulk ist der Speedschulk. Weil mit dem macht es einfach Bock, so rumzumoven und Nuklear zu drücken. Und dann schön ein paar Frametraps zu machen und sowas. Oh, fuck. Das wäre fast ein guter Read gewesen, aber ja. Funktioniert halt einfach nicht so leicht. Oh mein Gott, der Airwatch, Alter. Aber yo, die Recovery von Trick ist ziemlich nice. Da kriegt er seine Broken Down ja leider nicht so oft gegen. Da muss er schon echt krankes Timing haben, so. Aber ich merke schon, das ist halt vor allem gegen die Side-B ist es gerade richtig schwer, irgendwie da reinzukommen. Ich habe ja so generell gar keinen Plan von Shulks Matchups. Aber gegen Ivysaur fühlt sich auf jeden Fall gerade nicht ganz so fresh an. Oh, nicer Parry. Aber ja, hat mir da jetzt nichts gebracht. Ich brauche erstmal ein bisschen mehr Damage hier. Oh Mann, ich will immer in so einen geilen Air-Dodge oder sowas fliegen, aber es funktioniert halt nicht so einfach, ne? Aber auch hier wieder muss ich halt einfach darauf hoffen, dass ich lucky bin. Das ist halt krank. Aber ich bin tot. No way, Alter. Das hasse ich auch manchmal. So, ich überschätze manchmal Schulks normale Abi. Weil das Krasse ist halt eigentlich, man kann fair und fair und dann Abi machen. Dachte ich zumindest gerade. Um ihn halt irgendwie zu catchen. Aber ja, leider hält der Bastard sich nicht fest. RIP. So, Problem ist, der hatte leider irgendwie keinen Bock. Deswegen konnte ich jetzt keine Revanche irgendwie kriegen. Aber naja, ne, so läuft's halt. Gegen Schulk hat auch nicht immer jeder Lust. Und der Debate erstmal, geben wir ihm natürlich zurück. Aber ich glaube eben gegen Gamewatch sollte ich hier richtig auf die Fresse bekommen, wenn das richtig macht. Weil Gamewatch richtig weird ist. Und ich glaube, dass da einiges als Schulk so nicht funktionieren wird. Weil der auch natürlich sehr viel meiner Aerials mit Happy Out of Shield easy punishen kann. So, deswegen könnte schon schwierig werden, aber geht natürlich wie immer mein Bestes. Hier auf jeden Fall schon mal 2 Jump Catches. Und okay, ich merke schon, ist vielleicht okay, weil ja der Gamewatch ist an sich jetzt nicht so super gut. Hat er ja instant mal die Down herausgehauen. Wie gesagt, es ist nur ein bisschen schwierig hier zu wissen, was ich wirklich tun muss und worauf ich achten muss. Ah, nee. Okay, da komme ich nicht durch. Schon wieder. Ich weiß nicht, warum mir das so oft passiert, aber ich switch so oft auf Smash, obwohl ich eben eigentlich jump will. Aber gut, ne? Ist halt jetzt so. Vor allem, wenn man eben schon nicht die ganze Zeit spielt, dann ist das immer ein bisschen komisch. Jetzt würde ich zum Beispiel gerne auf Smash gehen, aber ja, funktioniert halt nicht. Weiß jetzt nicht, was er da gerade gemacht hat. Ja, dann hat er den Death Off dafür verdient. Ja, da will er Tech Chases machen, aber mit Speed Shulk komme ich da ganz gut raus. Aber ja, jetzt catcht er mich gerade jedes Mal, weil eben seine Moves generell sehr schnell sind. Aber oh, das war auch nice und oh mein Gott, das war auch ziemlich sick. Ich dachte, jetzt kommt hier die Downer oder sowas. Wollte es instant mal probieren, so richtig heavy zu punishen. Aber gut, passt schon. Das war auch sehr schön. Da geht's einfach durch, okay. Gut zu wissen. Ich will mich eigentlich gerade nicht zu sehr zu ihm hintrauen, weil ich weiß halt, dass wenn ich einfach so reinjumpe, dass ich da einiges abbekommen könnte.
Okay, auf jeden Fall ein bisschen zu viel Smashes hier von ihm, ne? Der möchte jetzt halt unbedingt einen Kill. Muss ich ihn aber enttäuschen, denn ich habe hier auch noch was auf Lager, und zwar mein Shield. Wie gesagt, wenn man es mit Schulk richtig macht, dann überlebt man da echt mega lange so. Und Charakter, die halt, ja okay, das, jetzt bin ich halt tot. Oder nicht, weil er zweimal verkackt. Aber ich kenn's mit Inking, sieht man es auch andauernd. Weiß nicht, ob ich da jetzt noch hätte auf Jump switchen können, aber es passt auch. Auf jeden Fall ist es halt wirklich so, gegen Charakter, die nicht killen können, kann man mit Schulk übertrieben lang überleben, wenn man halt seinen Shield-Monado und sowas richtig an den richtigen Stellen hat, so parat hat, ne? Dann ist es echt manchmal richtig schwierig. Okay. Was auch immer das soll, er möchte vielleicht ein bisschen Timeout und so, aber es passt schon. Weil dann jumpt man halt einfach drüber, ne? Ah, schade. Ich dachte, vielleicht kann ich mit Forward Four mit Lungen noch bei gegen das anfangen, aber nicht wirklich jetzt. Und eigentlich müsste ich hier wegswitchen. Ich brauche halt jetzt einfach ein bisschen Damage noch. Ein bisschen mehr vielleicht. Okay, das war ziemlich risky, aber ich wollte es mal probieren. Oh, schade. Sowas wird auch mal schön noch im Part, oder? Ja, da kriegst du aber leider nichts gegen mich. Und jetzt eine falsche Bewegung. Eine falsche Bewegung, mal wollen, du bist weg. Weil das ist Game Watch. Okay. Nee, ich wollte alles geben. Ich glaube, ich habe mich jetzt die. Ja. Ja, ich wollte einfach alles geben. Aber ich habe jetzt wieder Smash, kann also einfach runterdroppen und eventuell. Genau, wollte einfach so eine Wall catchen. Ja, okay, er hat ein bisschen probiert zu timeouten. Dadurch, dass er so hoch in die Luft geht und yo, mein Schwert geht einfach komplett durch seine Projektile durch. Wieso renne ich da auch einfach rein? Was war das von mir? Könnte jetzt noch ein bisschen dauern hier, bis ich den Kill bekomme. Aber im Prinzip denke ich, ist das schon noch schaffbar so. Also jetzt nicht für ihn, sondern für mich auf jeden Fall den Kill zu bekommen, weil das Ding ist halt auch. Eben, ich habe jetzt wieder Smash und. Forward macht's, glaube ich, oder? Nee, noch nicht ganz. Dann gehe ich mal wieder auf Jump zurück. Um ihn irgendwie auf 6 zu bekommen und da vielleicht eine Fair reinzubekommen. Ja, nein, was? Okay. Vielleicht war er da kurz invincible, weil ich sah eigentlich für mich echt so aus, als hätte meine Fair connected. Muss wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Smash ist wieder aktiv und. Knappe Sache mit der Fair gerade eben. Aber ja, da habe ich ihn am Landing. Holy shit. Also, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das Matchup ist an sich. Ich habe das Gefühl, es könnte doch vielleicht für Schulk sein, weil Game Watch hat es schwer reinzukommen. Aber es war echt mega weird gerade. Es war echt weird zu spielen. Und mal gucken, ob der Game Watch jetzt noch drin bleiben will. Weil dann würden wir jetzt das letzte Match gegen Game Watch machen. Falls nicht, dann halt nochmal gegen den Random. Joa, wie ich es mir gedacht habe, hatte der Game Watch jetzt nicht wirklich noch Bock, gegen mich zu spielen. Und dann spielen wir jetzt gegen Gut, ne? Ich hoffe doch mal, dass der wirklich gut ist. Der Lukas spielt und ja, was soll ich zu Lukas sagen? Das könnte auch wieder extrem weird werden hier. Vor allem, weil er eben die Side-B hat und mit der komme ich, glaube ich, so null zurecht hier gerade. Aber er spammt ein bisschen und ich glaube, ja, das kann man ganz gut ausnutzen so. Aber er kriegt auch erstmal instant a down herein. Hat sich für ihn jetzt aber nicht so sehr gelohnt. Aber eben, ich glaube, ich habe echt null Plan, wie ich gegen Lukas vorgehen muss. Das könnte mir hier auf jeden Fall das Match kosten, so. Oder auch nicht, weil er sich jetzt die davon von da unten hat, dann nicht mehr hoch, ja. Luck gehabt, mal wieder. Ich glaube, mein Schurk ist gerade echt mehr Luck als Skill, so. Oh, holy shit, der haut hier erstmal die krankesten Kombos raus. Was ist denn da los? Das war echt nicht schlecht von ihm. Ah, schade. Ich dachte, vielleicht kriegst du seinen Approach. Ah, schade. Manchmal, wie gesagt, kann man da echt noch probieren mit Reverse Upbeat den Gegner noch trotzdem noch zu hitten, obwohl man eigentlich nichts mehr hat an sich. Okay, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Dann nehme ich eher Speed, weil da bin ich schnell da. Bro, was war denn das? Ich wollte das downbeaten. Alter, das war ja richtig schlecht. Ah, oh, kein Spike. Schöne sehr, Alter. Was war das? Das war echt. Das hat ziemlich clean. Ja, komm, ich gehe auf Shield. Auf Shield und Wildbuster. Ja, alles klar. Okay, mit Shield wird es aber schwieriger halt gegen seine Projektile. Aber ich kann noch mal ein bisschen Zeit schinden und das ist natürlich sehr wichtig. Und ja, guter Upsmash auf jeden Fall. Und komm, ich wollte es jetzt eigentlich in den Rest geben. Mit Rage. Smash Attack Schulk. Smash Attack Roll. Smash Art. Ich glaube, ich mache es jetzt auch.
Nein! Ich wusste jetzt halt, ich wusste nicht, was schneller ist. Sein Lutebi oder meine Abi. Da wollte ich es dann einfach mal testen. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Wow. Ich grab einfach die Ledge. Ich wollte es halt wieder kontern. Und ich gehe auf Jump. Okay, er hat sich einfach nochmal Steed. Weil ich glaube, das war es dann auch mit dem Match. Da wird er jetzt wahrscheinlich nichts mehr großartig noch rausholen können. Zwei SDs halt, das ist halt schon bitter. Nicht der dritte, bitte, bitte nicht der dritte. Komm, das schaffst du noch, ja, danke. Holy shit. Ich will hier schon noch ein bisschen zocken, so. Was macht der da auch mit den Utebis so? Die haben einfach viel zu viele Leck, als ob ich da mich von treffen lasse. Ja, das kann ich abbiegen. Ich habe echt jedes Mal Angst, dass er sich da steht, was soll ich sagen? Ich meine, er probiert die Sachen so zu timeouten, so wie es aussieht. Dass es nicht mehr ganz so gefährlich ist für ihn. Aber trotzdem, er ist halt der, der im Nachteil ist, deswegen machen wir Timeouts jetzt nichts aus. Und er ist tot. Er ist einfach tot. Down tilt forward, forward air. Ja, fresh. Also insgesamt muss ich sagen, gar kein so schlechter Part, wie ich es eigentlich erwartet habe. Ich hätte gedacht, dass ich hier viel, viel mehr faile, aber liegt wahrscheinlich auch sehr stark an den Gegnern. Ich meine, ich weiß nicht, was mit dem Lukas los war, aber da hat auf jeden Fall irgendwas nicht gestimmt. Trotzdem wie immer dann GGs an alle meine Gegner und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann direkt im nächsten Elite Smash Part wahrscheinlich. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.